Diagramme und Statistiken sind im Alltag und in den Medien eigentlich ständig präsent. Aber nicht jeder kann sie richtig lesen und interpretieren. Und genau deshalb schauen wir uns jetzt an, was du bei der Auswertung beachten musst. Viel Freude! Hey, ich bin der Chris von Testhelden und wir bereiten dich ideal auf deinen Test vor. Schau dir dafür unbedingt mal unsere Online-Testtrainer an. Den Link dazu packe ich dir unten in die Videobeschreibung. Zunächst einmal müssen wir uns klar machen, was Diagramme eigentlich sind und warum sie so häufig verwendet werden. Ein Diagramm macht erstmal nicht viel mehr als Daten auf eine visuelle Art, also auf eine bildliche Art und Weise, darzustellen. Was für Daten das sind und wo diese Daten herkommen, das kann sehr unterschiedlich sein. Typische Beispiele für Datenerhebungen, die dann in einer Statistik und einem Diagramm dargestellt werden, sind zum Beispiel Gesamterhebungen, repräsentative Untersuchungen oder auch Umfragen. Und die Daten aus solchen Erhebungen werden dann eben zum Beispiel in Diagrammen dargestellt, um leichter für den Menschen erfassbar zu sein. Diese verschiedenen Datenerhebungstypen haben teilweise eine recht unterschiedliche Qualität und deshalb muss man bei ihnen auch unterschiedlich vorsichtig sein, welche Schlussfolgerungen man aus ihnen zieht. Neben Tabellen sind grafische Diagramme die häufigste Möglichkeit, um Daten leichter erfassbar zu machen und darzustellen. Hier steht die Anschaulichkeit und die Übersichtlichkeit im Vordergrund. Das kann aber mitunter auch bedeuten, dass die Daten natürlich etwas ungenauer dargestellt werden als zum Beispiel in einer Tabelle, wo jeder einzelne Datensatz sauber aufgeschlüsselt wird. Zu Beginn jeder Auswertung steht dann erstmal eine Art Orientierung. Man kann sich da zum Beispiel anschauen, was auf den einzelnen Achsen dargestellt ist, was zum Beispiel auch für Überschriften, Anmerkungen und Untertitel zu sehen sind und was für Daten eigentlich dargestellt werden. Hier könnte ich zum Beispiel sehen, dass es generell um das Interesse an aktuellen Themen geht, aber es gibt hier auch einige Details. Hier unten zum Beispiel kann ich sehen, dass einige Daten 2021 nicht abgefragt wurden und dass insgesamt 1200 Jugendliche befragt wurden. Generell sollte man bei Statistiken und Diagrammen immer besonders auf Größenverhältnisse und Einheiten achten. Man sollte schauen, ob es sich zum Beispiel um absolute Zahlen oder Prozentzahlen handelt. Bei absoluten Zahlen ist dann die Einheit natürlich sehr entscheidend. Bei dieser Gelegenheit empfiehlt es sich dann auch, eine mögliche Quellenangabe zu überprüfen. Frag dich also, ist die Quelle der Statistik seriös? Aus welchem Jahr stammt die Statistik? Oder habe ich vielleicht sogar eine Statistik erwischt, die gar keine Quellenangabe hat? All diese Details können dir dann dabei helfen, die richtigen Rückschlüsse zu ziehen und richtig zu bewerten, über was die Statistik eine Aussage treffen kann und über was nicht. Diagramme werden nicht umsonst auch immer wieder dafür verwendet, um uns zu manipulieren. Das liegt daran, dass es eine Reihe von Tricks gibt, wie man den Eindruck eines Diagramms verfälschen kann. Achte deshalb bei der Auswertung von Diagrammen auf jeden Fall auf folgende Fehlerquellen. Erstens, ist die Achsenbeschriftung sinnvoll oder beginnt vielleicht zum Beispiel die Y-Achse oberhalb von 0, um Unterschiede größer wirken zu lassen, als sie eigentlich sind? Zweitens, ist die Datenerhebung angemessen? Hier solltest du vor allem überlegen, ob die Menge der erhobenen Daten überhaupt groß genug ist, um aus der Statistik sinnvolle Rückschlüsse und Zusammenhänge zu ziehen, also zum Beispiel, ob genug Leute befragt wurden, damit man die Antworten dieser Leute auf eine größere Menge von Personen übertragen kann. Drittens, sind alle notwendigen Informationen vorhanden? Es kommt oft vor, dass bei einer Statistik absichtlich Daten nicht aufgeführt werden, um einen ganz bestimmten Eindruck zu erzielen. Wenn dir beim Lesen eines Diagramms also auffällt, dass bestimmte Daten fehlen, Lücken in den Daten bestehen oder generell viele Fragen offen bleiben, dann ist das ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass mit dieser Statistik etwas nicht stimmt. Sei dann besonders vorsichtig mit den Schlüssen, die du aus der Statistik ziehst. Viertens, handelt es sich um echte Zusammenhänge oder nur um einen Scheinzusammenhang? Denn manchmal sieht eine Statistik so aus, als gäbe es einen Zusammenhang zwischen zwei Dingen. Nur weil sich zwei Werte gemeinsam verändern, muss das allerdings noch lange nicht heißen, dass der eine Wert der Grund dafür ist, dass der andere Wert sich auch ändert. Das nennt man dann übrigens einen kausalen Fehlschluss und das ist ein Phänomen, das man bei der Auswertung von Diagrammen wirklich immer im Blick behalten sollte. Ein typisches Beispiel für so einen Fehlschluss ist zum Beispiel das folgende. Man kann beobachten, dass Jugendliche viele Energy Drinks trinken. Außerdem kann man sehen, dass Jugendliche generell häufiger Pickel haben. Und daraus könnte man jetzt die falsche Schlussfolgerung ziehen, dass Energy Drinks Pickel erzeugen. Hier ist also offensichtlich ein Zusammenhang zu sehen. Der Zusammenhang ist allerdings nicht kausal. Die eine Sache hängt also nicht wirklich von der anderen Sache ab.
merkst schon, es gibt beim Auswerten von Statistiken eine ganze Menge zu beachten. Nimm dir also unbedingt die nötige Zeit, um dein Diagramm wirklich zu verstehen und achte auf alle Details. Denn genau auf die kommt es bei Statistiken tatsächlich ganz gewaltig an. So viel erstmal zum Thema Auswerten von Statistiken und Diagrammen. Schau dir jetzt unbedingt noch unseren Online-Testtrainer an. Alle Infos dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und wie immer freuen wir uns sehr über dein Like oder dein Abo. Und für weitere Fragen nutzt ganz einfach die Kommentare. Wir sehen uns dann gleich im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich.